Willkommen zurück zu Battlefield 4. Wir springen direkt rein, quatschen nicht lang. Let's go. So eine Scheißkarre! Soll ich lieber fahren, Irish? Schon gut, Hannah, ich schaff das. Ich komme hoch zu dir. Ohne Essen und Wasser halten wir nicht mehr lange durch. Gib uns Deckung, Wrecker. Ist das weit bis zu diesem verdammten Stützpunkt? Geht's dir auch wirklich gut? Lass einfach mich fahren. Nur über meine Leiche, Hannah. Warum kannst du mir nicht vertrauen, Irish? Willst du mich verarschen? Ich weiß nichts über dich. Wem gilt überhaupt deine Loyalität? Ach, weißt du, vergiss es. Ach ja? Versuch's doch mal. Ich habe Jinji meinen Eltern, meinen Geschwistern und ihren Kindern vorgestellt. Ich wollte ihnen Hoffnung geben. Am nächsten Tag kam James Tritton und brannten ihr Dorf nieder. Sie haben alle getötet. Langsam. Wow. Diesmal muss ich sagen, das wusste ich nicht. Pass auf, Hannah, es tut mir leid, okay? Vertrauen verdient man sich, Irish. Verfluchte Scheiße! Los, los, los! Russen! Haben die uns gesehen? Ganz ruhig, dann sind wir sicher. Das nennst du sicher, Hannah? Wir müssen hier raus, es sind zu viele, verdammt! Leise, Marine! Komm, los, los, los! Bewegung! Alles okay? Ist was auf den Kameras oder Sensoren? Alles sauber. Wir haben 3 Minuten. Was ist das? Ein Observationsposten? Ja. Kommt jetzt, Leute. Bewegung. Hey, wir wären fast aufgeflogen. Dachte, du wärst ein Marine. Tombstone Squad. 7. Flotte. Ah, woher kommst du? Brooklyn ist Flatbush. Was, auf der Tilden oder Wingate? GWH. Westinghouse? Ja. Echt? Da war mein Bruder. Mein Dad hat ein Restaurant in Brownsville. Wer sind die beiden? Wrecker Squad Leader. Sie ist vom chinesischen Geheimdienst und eine gute. Wie kommen wir zum Stützpunkt? Was weiß ich. Zauberei? Ich zeig euch, was los ist. Die Russen sind überall. Wir haben den Stützpunkt verloren und wurden in die Altstadt zurückgedrängt. Wir brauchen einen Transport nach Westen. Wo ist der befehlshabende Offizier? In der Altstadt natürlich. Ist 1 Kilometer östlich. Orientiert euch an der blauen Kuppel und sucht Major Greenland. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Hey, kontaktiert Greenland und gib ihr Bescheid. Jawohl, Sir. Ist das der beste Weg? Absolut. Habt ihr noch was im Wagen, das die Russen nicht in die Finger kriegen sollen? Nichts außer jede Menge Dreck. Wrecker, stimmt's? Molinas Hot Pockets, der Laden meines Vaters, das beste Hühnchen der Stadt. Muss mal mit deinem Squad hingehen. Okay, Marines, na los, alles verbrennen und dann weg hier. Zieht Leine! Das beste Hühnchen der Stadt. Mann, hab ich Hunger. Verdammt viele Feinde auf dem Weg in die Altstadt. Dafür sind wir doch hier, oder? Oh, ja. Oh, ja. Fahrzeug. Was denn jetzt? Was? Sind sie gerade den Baum umgeworfen? Stark. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen durch das Tor auf der anderen Seite. Die Drecksrussen unterstützen Shang. Unsere Informationen waren korrekt. Welche Infos? Die für die Dank gestorben ist. Denn hier? Das ist doch nicht der Typ da oben drauf, oder? Ja, ich schätze, mit Schleichen endet's hier, ne? Haben wir denn sonst irgendwas dabei, was mir im Kampf gegen diesen Panzer hilft? Nee, aber er wendet jetzt erstmal. Wer sieht mich denn?
Okay. So, ich schätze, hier drin ist es nicht sicher durch den Panzer, aber für den Moment können wir mal kurz verschnaufen und zusehen, dass der Panzer so wie jetzt möglichst weit wegfährt. Freunde! Weg, weg, weg! Der Panzer ist da. Halt, stopp. Jetzt gucken wir uns erstmal kurz um. Wir haben doch bestimmt was Neues hier bekommen, oder? Mir war so, das Ding war neu. Ja, wir hauen ab. Wer schießt? Wer schießt? Keine Ahnung, wer hier gerade geschossen hat. Ich höre dich doch. Cool. Rüber, rüber, Panzer kommt. Komm, 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 weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Ah, Mist. Ja, mit dem Panzer am Nacken ist halt nicht so angenehm, ne? Weil der muss mich nur ein-, zweimal treffen. Bei den anderen geht's. Ich muss auch vom Einzelschuss weg, wenn die mir einen Meter gegenüberstehen. Nochmal. Ist das ein Witz jetzt? Fahrzeug, Fahrzeug. Das ist relevant. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen durch das Tor auf der anderen Seite. Lex mussten unterstützen, Shank. Unsere Informationen waren korrekt. Welche Infos? Die für die Dunn gestorben ist. Sie nach dem Tor. Erledigt! Ich häng fest. Noch einer? Ist noch einer?
Schwer, Leute, ist schwer. Nochmal. Ich muss da lang, ich brauch Sprengstoff. Das war schon ganz gut. Unsere Informationen waren korrekt. Welche Infos? Dann gestorben ist. Reicht das? Der Drecksack ist erledigt! Na komm. Oh, weg hier. Okay. Das Ding war's. Schießt denn da? Ich seh ihn. Komm, fall um. Ja, komm. Der Sniper ist im Haus. Da drüben ist noch einer. Ich hänge hier immer fest. Der ist down. Ich glaube, weiter drüben war noch einer. Ja.
glaube, die sind unten im Haus, ne? Da haben wir einen. Granate? Oder? Hat er die noch geworfen? Scheinbar nicht. Wer schießt? Wer schießt? Der da, oder? Den haben wir. Nee, du nicht. Du. Wo ist der? Wo ist der da? Sehr gut. Haben wir es? Können wir weiter? Getroffen. Junge, ey. Komm, 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 komm. Komm. Ja, sehr gut. Es ist so schwer. Wahnsinn. Nochmal. Ich brauche aber halt dringend die Munition hier drin. Komm her. Den haben wir. Der ist down. Wir haben den Sniper da.
Wieso wirft er eigentlich, als würde er rückwärts werfen? Junge! Wo müssen wir hin? Hier durch? Sieht so aus. Sei vorsichtig, aber an der Ende muss es einen Ausgang. Herna, das ist so verdächtig still. Die eins weiter oben. Geh mal weg da. Keine Ahnung, wo der ist, ne? Komm, komm, komm! Was hält der aus? Wir haben noch das Ding, was da vorne steht, aber. Ja! Brenn, du Scheißding! Junge. Wer schießt denn da hinten? Komm! Positionswechsel! Beeilung los! Gut geschossen, Sergeant! Dankeschön! Können wir hier ran? Den haben wir. Positionswechsel heißt, wir gehen weiter. Let's go! Er
wirft. Wirft doch weiter. Weg, 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 weg. Ah, jetzt ist er da. Ich habe mich schon gewundert, warum ich nicht mehr hinter der Mauer bin. Du bist down. Du bist down. Können wir weiter? Weg. Richtig. Für die Hilfe da draußen. Kein Problem, Marine. Das Tor ist offen. Abschuss bestätigt. Schirmster. Major Greenland erwartet euch. Die Altstadt über die Brücke. Gehen wir. Junge. Das war echt nicht leicht, ne? Schön, euch zu sehen, Jungs. Ihr müsst durch die Hölle gegangen sein, um hierher zu kommen. Das ist richtig. 3 oder 4 Mal. Was gibt's? Danke, Mann. Okay. Hallo. Nein, ich denke nicht. Hä? Was? Okay. Geht klar. Interessiert mich ein Scheiß, was Sie tun müssen. Erledigen Sie es einfach. Wir haben 3 Tage nicht geschlafen und gegessen. Oh, sieht Seid ihr Tombstone? Allerdings, Ma'am. Wir haben eine halbe Stunde, bis die Russen zurück sind. Ich will, dass alle was zu essen kriegen. Ich schicke Hilfe zum Verteilen der Rationen. Notrationen, genau. Fragen, los. Major, ich... Ihr folgt ihm. Wir haben Greenland gefunden. Gehen wir, Wrecker. Nicht hier. Was ist denn jetzt? Warum seid ihr noch hier? Kurz gesagt, Ma'am, wir sitzen hinter feindlichen Linien fest. Wir möchten zurück auf unser Schiff. Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Die USS Valkyrie. Inzwischen vermutlich im Roten Meer. Oh Gottchen, seid ihr runtergefallen? Wo ist mein Kaffee? Ma'am, es ist sehr wichtig, dass uns jemand nach Westen bringt. Die Russen sind vor 3 Tagen gelandet. Es kommen noch Bodentruppen nach. Unsere Versorgungswege sind abgeschnitten und wir sind 12-1 unterlegen. Egal wie eure Befehle lauten, meine lauten anders. Sofort hinlegen. Das ist ein wahres Teufelszeug. Wie stark sind die Russen in der Luft? Unantastbar. Mobile Sams decken die Küste unterm Damm. Sie sind gut verteidigt. Sams Stellungen unter dem Damm. Und wir sind hier. Hier oben. All unsere Truppen sind hier oben. Und das Flugfeld. Sind noch Zivilisten da? Evakuiert, Sergeant. Keine Zivilisten. Korrekt. Stadt ist leer. Was schlagen Sie vor? Ich habe keine Ahnung, Major. Es ist schade, dass Sie uns nicht helfen können. Wir transportieren aber gern noch mehr Sprengstoff, wenn noch welcher da ist. Und wir dafür einen Wagen kriegen. Draußen steht einer. Aber bringt ihn heile zurück. Wir haben auch ein paar Funkgeräte, damit ihr in Kontakt bleiben könnt. Untereinander. Lasst mich da raus. Ich will nichts hören, bis ihr Erfolg habt. Dann bringe ich euch nach Westen. Danke, Major. Pass auf den Sprengstoff auf. Ob das eine gute Idee ist? Das ist die wohl beschissenste Idee aller Zeiten. Also gut. Es wird eine Weile dauern, bis wir da sind. Wrecker, du siehst echt scheiße aus. Mach mal die Augen zu und ruh dich aus. Ich finde dich, wenn wir uns dem Damm nähern. Eine Stunde später. Ah, toller Schnitt. Irish? Ja? Die Menschen zu Hause, die du erwähnt hast. Wer ist das? Meine Frau und 3 Kinder. Oh, das sieht gut aus. Hier komme ich nicht durch, oder? Ach, verdammt nochmal. Ja, das Ding ist massiv. Glaubst du, wir haben genug Sprengstoff? Ja, wenn wir ihn richtig platzieren. Hier anfangen und die Ladungen über den Damm verteilen?
Siehst du die Mitte? Das ist eine Schwachstelle. Da bringen wir die Primärladung an. Hast du einen Ingenieursabschluss? Ich habe genauso einen Ingenieursabschluss, wie du eine Medizinerin bist. Ich habe wirklich eine medizinische Ausbildung. Egal. Bist du wirklich sicher? Wir weiden ihn aus, von innen. Seid ihr bereit? Bitte. Jawohl. Auf geht's, Rack. Achtung, Heli im Anflug. Vorsicht, Rack. Sehen wir uns erstmal um. Der müsste mich eigentlich gesehen haben. Hat sie einen Scharfschützen gesehen? Dahinter, oder? Kann das sein? Ja, ich würde sagen, let's go. Ich finde ja dieses Scope irgendwie, ich finde das so unlogisch. Na, das ist eine einfache Vergrößerung wahrscheinlich, ne? Klar haben sie uns gesehen, dafür sind wir doch hier. Aua, aua. Ich kann mich nicht erinnern, dass Battlefield 4 so schwer war. Aber wahrscheinlich war es das schon immer. Ich würde sagen, hier nehmen wir mal das Ding. Scheiße. Da sind überall Russen. Hier auch übrigens. Ach, das meinte sie, den Typen hier. Ich komme da nicht hoch. Doch jetzt. Aber bin ich völlig verrückt? Scheiße, wo kommt er denn jetzt her? Ja, ist gut, ist gut. Mann, ey. Denn her? Ich check's nicht ganz. Okay, wir brauchen Munition und dann gehen wir noch los. Das Gewehr gefällt mir richtig gut. Na, ist doch gut. Bleibt doch ruhig. Drüben haben wir einen. So ein Big Daddy. Yeah.
Der lebt noch. Ich glaube, der lebt sogar immer noch. Okay. Der ist erledigt. Wie sie das gesagt hat. Der ist erledigt. Haben wir es denn jetzt? Sehr schönes Gewehr. Gefällt mir richtig gut. Reicht auch irgendwie jetzt. So, wo geht's zuerst hin? Hier wäre auch, naja, gut. Gehen wir oben rauf oder wo geht's hin? Wie kommen wir denn da durch? Okay, verstanden. Los, los, los! Scheiße, Mann. Meine Munition. Ich gehe mal oben rauf, oder? Ich bin nicht sicher. Hier, oder? Ich glaube, das passt. Muss ich euch die Tür öffnen? Nee. Ja. Weg, weg, weg. Boah, der Sound hier drin, ey. Wahnsinn. Ja, yeah, yeah, ich höre dich, ich höre dich. Oh. Sieht gut aus, oder? Alles klar. Wir müssen jetzt direkt über der Stelle für die Primärladung sein. Oh, warte mal, über der... Ah ja doch, dann passt es. Sehr gut. Hey, Rack, wir haben hier einen Aufzug. Ich stehe schon drin. Muss ich dir lassen, Heiner, du hast Ahnung. Personenschutzagenten sind normalerweise nicht zur Feld erfahren. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ach komm schon, da steckt mehr dahinter, als dass du mit dem Rücken zur Wand stehst. Du hast aus. Okay, ich weiß. Mir sagst du eh nichts. Entschuldige. Alte Gewohnheiten sterben langsam. Oh, ich verstehe. Ich war nicht immer in Jinjis Sicherheitsteam. Ich habe mich freiwillig gemeldet und wurde versetzt. Von wo? Netter Versuch, Irish. Gönn mir auch ein paar Geheimnisse. Du würdest mir auch nicht alles über Tombstone erzählen. Das stimmt. Chang ist unser Feind. Und wir sind auf derselben Seite. Aber wenn das alles vorbei ist, wir gewonnen haben, wovon ich ausgehe, wird China mich brauchen. Ich darf nicht vergessen, wer ich bin und woher ich komme. Ich verstehe dich. Shit! Was zum Teufel? Der Strom. Sie haben den Strom abgestellt. Haben wir Glück gehabt.
Letzte Sekunde. Ja, ich befürchte. Okay. Weg. Fuck, wir kriegen Probleme. Los, Hanna. Weg. Mann, Junge, ey. Hier rüber. Gib mir Deckung. Schalt die Schweine aus. Ein Spiel ohne NPCs, ey, die einen ständig voll nölen. Das wünsche ich mir. Okay. Erste Sprengsatz ist schafft. Geiler Schuss. Das war's. Der Gang ist frei. Wir müssen die zweite Ladung anbieten. Let's go. Mach du das, Wrecker. Wir geben dir Deckung. Piep, 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 piep. Durchbruch! Dankeschön. Ja, habe ich selbst gemacht. Kommt noch mehr? Feinde! Auf den Gerüsten! Schnapp sie dir, Wrecker! Also, das große Rohr! Bring die letzte Ladung an! Gib mir Deckung! Was ist das? Weiter geht's. Siehst du einen Weg hier runter? Gerüste, Wrecker. Anders kommen wir nicht weg. Was war das denn? Komm schon, los, beweg dich! Komm, komm, weg hier. Müssen wir nicht noch eine Ladung platzieren? Darüber. Ja, so ein Spiel ohne Begleiter, wo man allein unterwegs ist, wo man auch nicht ständig warten muss, bis jemand da ist. Das dann erst auslöst. Jetzt oder nie, Wrecker! Was muss ich machen? Was ist passiert? Ich habe nur zwei Explosionen gesehen. Kein Kratzer. Ich musste Irish rausziehen. Das werden wir nie wieder erwähnen, Hannah. Er hatte großes Glück. Deshalb nennt man dich wohl Irish. Schön wär's. Gehen wir, Wrecker. Na los, Wrecker. Es wird Zeit zu verschwinden. Auf geht's, Wreck. Gib mir mal die andere Waffe. Ach, schade, jetzt sind die wieder weg. Ist das Greenland? Ich nehm's an. Die schuldet uns noch eine Spritztour. Los! Nur Jinjay ist in Sicherheit. Wir
Karre ist weg, stimmt? Ihr gottverdammten lausigen Nachkommen meines räudigen Fettvollegers. Arschgeleckt, ich würde euch eigenhändig erwürgen, wenn ich denn könnte. Sehr gut, Wrecker. Russische Flugabwehr ist ausgeschaltet. Die Luftbrücke wieder auf. Major, wie kommen wir hier weg? Ich kümmere mich drum. Ihr braucht einen Transport nach Westen. Seid in 2 Minuten abholbereit. Tick-Tack, ihr Lappen. Bewegung. Wir glauben, die USS Valkyrie will zum Suezkanal. Keine Sorge, ihr kommt nach Suez. Und wenn euer Schiff da ist, braucht es volle Unterstützung. Was zum Teufel redest du da? Pass auf, was du sagst, Junge. Die Chinesen haben den nördlichen Teil des Suezkanals erobert. Aber wir holen ihn uns zurück. Euer Schiff steckt richtig in der Scheiße. Viel Glück. Danke, Major. Nein, ich danke euch jedenfalls. Schafft sie hier rauf! Wenn Cheng den Kanal eingenommen hat, fährt ihm Jinjie direkt in die Arme. Wir müssen sofort zu ihm zurück. Bin ich denn nicht gleich erst schaffen? Bist du okay? Irish. Fuck. Vielleicht, weil du Scotch trinkst? Ich habe seit 3 Jahren nichts mehr getrunken, Hannah. Warst du auf der Notre Dame? Nein. Hannah, ich Apollo. Weil ich... Bon voyage! Ja, also diese Major Greenlander, das ist ja furchtbar, solche Charaktere. Das finde ich so schlimm, auch in Filmen. Ne? Da mache ich den Film aus, wenn solche Leute kommen, die einfach so super tough sind, dass sie alle beleidigen müssen und so. Das kann ich nicht ertragen, wirklich. Gatekeeper, hier fort. Ganz schlimm. Bitte wiederholen. Kontakt bricht ab. Over. Die Chinesen spielen den Kanal nördlich des Tümpfers. Nicht in den Kapitän. Leck mich am Arsch. Sir, ich kann es mit dem Morsecode probieren. Das müsste klappen. Keine Zeit. Die Zerstörer hinter uns werden nicht anhalten und warten. Befehle, Sir? Sie schalten Radar, Sonar und jeden einzelnen Scanner an, den wir haben. Ich will wissen, in welcher Scheiße wir geraten. Das waren die schlimmsten 3 Stunden meines Lebens. Nicht gerade die Heimfahrt, die ich mir gewünscht habe. Da ist die Valkyrie. Ja. Sie geht ihn direkt in die Falle. Ankoppeln! Ankoppeln! Geht's dir auch gut? Boah, so eine Notration. Mein Magen dreht durch. Leck mich am Arsch! Prüf die Reißleinen! Wenn du kotzen musst, zähl auf die Feinde am Boden. Ausrüstung prüfen! Was sein muss, muss sein, Wrecker! Was sein muss, muss sein! Los geht's! Bereit halten! Los! 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 Ja, sorry. Los! Ich hasse diese Scheiße! Fortress, hier ist Tombstone 3, over. Fortress, hier ist Tombstone 3. Hört ihr mich? Over. Scheiße, wir zielen auf die Valkyrie. An alle Stationen. Hier ist Fortress. Hört mich jemand? Wir werden geentert. Wiederhole. Wir werden geentert. Wir werden nicht lange durchhalten. Wir können auf dem Deck landen. Halt auf das Deck zu. Kleinen Moment. Himmels von Feinden! Wir erledigen uns, wir stoßen durch! Warte doch kurz. Haben wir hier nicht so eine Art... Ach, warte mal, da können wir doch wechseln. Da können wir meinetwegen die hier nehmen. Wir haben keine Zeit. Wobei, wir haben ein paar freigeschaltet. SVD...
Das Ding will ich haben. So. Nee. Zweitwaffe, das. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ich weiß gar nichts. So, Airburst. Ja, warum nicht? Weg, weg, weg! Weg, 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 weg! Oh Mann, ey! Feindlicher Heli. Hast du aber Glück gehabt. Wo ist der? War da nicht noch einer? Doch, da. Der ist dahinter, ne? Ich glaube, das war's. Ich glaube, da drin bringt mir das Sniper Rifle nicht mehr so viel. Gefällt mir allerdings sehr gut, das Ding hier. Wer schießt denn hier? Scheiße, wegbleiben! Wisst ihr was? Wir bleiben dabei. Ah, der da unten, den brauche ich. Ah, danke. Kurze Pause und weiter. Weg, 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 weg. Feindliche Einheiten nähern sich uns. Wir lassen jetzt los. Tut, was ihr könnt.
Alter! Das Kerl atmet doch! Ist der richtige Weg hier, so wie es aussieht? Wo geht's hin? Haben wir es? Decke sichert! Wo da drin? Wo da drin? Kommen wir denn da rein? Wo gehen wir rein? Ja, hier würde ich sagen. Eine Etage tiefer. Komm, rein da. Schon wieder ins Gesicht geschossen. Du bist zurück. Tombstone ist noch am Leben. Leck mich am Arsch. Wir dachten, du wärst tot, Koppel. Ja, Mann. Scheiße, als ihr weg wart. Wo ist Ginger? Geht's ihm gut? Ich geht's noch. Das ist gut. Ja, Ginger ist in Sicherheit. Ich bring euch hin. Sergeant Pekowski, was ist mit den Flüchtlingen? Marines, ihr bleibt bei ihnen. Tombstone muss zur Krankenstation. Nach Ihnen, Sergeant. Ich überlege gerade, wo wir ihn verloren haben. Weil er war die ganze Zeit bei uns beim Sturm. Vielleicht danach, als wir die Brücke runtergefallen sind, oder? Sichert die Ecken! Hey, Pack. Was ist in Singapur passiert? Wie bist du da lebend rausgekommen? Ja, jetzt kommt's. Ich hab mich bei den Eiern, aber ich bin davon gekommen. Lass mich. Ach, das Gefängnis war's. Wie du so ein dreckiges Mundwerk gekriegt hast. Das kommt daher, dass ich mit dem Loch im Bauch durch einen ewig langen Abfluss gekrochen bin. Näher an die Hölle kommst du nicht mehr. Na, was ist hier? Geht ihr vor? Geh ich vor? Was ist mit Ginger? Irgendwas Neues? Wach und stabil. Du wirst ihn bald sehen. Er ist mit Garrison in der Krankenstation. Psst, let's go. Seht ihr das? In der Küche sind Feinde. Garrison hat die Türen zur Krankenstation zuschweißen lassen. Wir müssen durch die Kneipe. Du bleibst bei mir, Rack. Durch die Kneipe? Gleichzeitig an. Öffne die Tür. Well, let's go. Hoppa! Los, los, los! Du hast ihn erwischt! Dann noch einer? Nee. Dann haben wir den noch? Ich glaube, das war's. Ist doch gut. Dahinter.
gesichert! Sir, wir sind unterwegs. Tombstone ist hier. Okay, Beeilung. Das war die Kneipe übrigens. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler, oder? Besser später als nie, Squad. Wir müssen ihn hier rausschaffen. Ruhig. Sie waren mehrere Tage. Ach, der lebt ja auch. Sie sollten nicht reden. Meine Stimme ist meine Waffe. Wenn ich schweige, bin ich nichts. Sie kommen. Shanks Männer. Hier. Nehmen Sie das. Sie müssen hier weg. Ich habe die Waffen abgelegt, Captain. Meine Brüder werden mich nicht töten. Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ihre Brüder halten Sie für tot. Sie sind ein Ziel wie wir und man wird versuchen, sie zu vernichten. Dann müssen Sie mich sehen. Erkennen, dass ich noch atme. Sie werden Ihre Mission vergessen und die Waffen niederlegen. Dann lassen wir Sie rein und warten ab. Ja. Das war ein Witz. Irish Wrecker, bewacht die Tür. Das ist mein Ernst. Wenn wir kämpfen, ist es vorbei. Ich öffne die Tür selbst. Das kann ich nicht zulassen. Hören Sie zu. Wenn die Sie sehen, sind Sie tot. Nur diese Tür hält Sie noch am Leben. Mit dieser Verletzung sollte er nicht mal aufstehen. Er ist nicht bei klarem Verstand. Hier drin bin ich unsichtbar. Bin ich bereits tot. Das gilt für uns alle. Wenn ich mein Gesicht nicht zeigen, nicht zu meinen Brüdern sprechen kann, ganz ohne Furcht, habe ich verloren. Ich muss wissen, wo ich stehe. Öffnen Sie die Tür, Sarge. Tu es nicht. Tu es ja nicht. Zurück! Zurücktreten! Der Penner hat es tatsächlich geschafft. Was ist das denn für ein Soundbug da draußen? Das ist voller chinesischer Soldaten. Die werden ihn erkennen. Verlasst euch doch. Ach du Scheiße! Was macht denn das jetzt her? Sie sagen nach Mingli. Um uns ein Bier im Kampf getäuscht. Seit Chao bei mir. Es ist Cheng. Nördlich von uns liegt ein Kriegsschiff. Der dreckige Bastard. Der wird die Wahrheit zusammen mit allen anderen begraben. Können wir zuschlagen? Wir haben nichts. Alles weg. Nicht mal C4? Hier haben wir genug, aber was zum Teufel sollen wir damit? Gib mir einfach einen Rip und so viel C4, wie du noch übrig hast. Das kann nicht dein Ernst sein, Irish. Doch. Absolut, Sir. Okay, Frank. Zeig's ihm. Franker, Irish, ihr kommt mit. Hannah, bist du ganz sicher? Jinjian? Wie sind die Jinkan? Viel Glück. Okay, ich will einen Rip voller C4. Vorbereitet und startklar, sofort. Beeilung, wir sind unterwegs. Das war unglaublich. Ist der immer so? Ja, an seinen guten Tagen. Bist du sicher, dass ihr nicht verheiratet seid? Hallo, guten Tag. Ich bin mit dem verheiratet, wofür er steht. Was? Hey, Hannah, hast du dir je gewünscht, die Dinge wären anders? Klar tue ich das. Aber bis es soweit ist, kämpfe ich weiter. Du bist in Ordnung, Hannah. Hier bitte, Sergeant. Du kommst nicht mit, Pack? Ihr bleibt am Leben. Das ist ein Befehl. Wird ausgeführt. Passt auf die Valkyrie auf, solange wir weg sind. Hurra! Scheiße! Verflucht ist Scheiße!
Wir sind im toten Winkel. Bereit machen. Gesichert. Irish? Keine Sorge. Da kann nichts passieren. Schon klar. Hergestellt in Spiel. Oh, da geht's mir gleich viel besser. Fortress! Hier ist Tombstone 3. Sind in Position. Sprengung vorbereitet. Wie ist euer Status? Over! Wir sind fast erledigt, also jagt es hoch! Hannah, drück den Knopf! Verdammt! Da stimmt was nicht! Es ist rot, keine Verbindung! Wrecker? Scheiße, gib mal her! Shit! Wir müssen noch mal runter! Na gut, es muss nur einer von uns gehen. Wrecker? Hast du noch eine von den C4-Sprengladungen? Gut, gib sie her! Du riskierst dein Leben nicht, Hannah! Ich bin Irish, schon vergessen? Der Glückspilz! Gib sie mir, Wrecker! Wrecker, ich riskiere jeden Tag mein Leben für mein Land. Gib mir das C4! Dein Land braucht dich lebendig, Hannah! Du machst das nicht! Punkt! Komm schon, Wrecker! Wenn der Zünder grün ist, drückst du den Knopf, Wrecker! Irish! Verdammt! Alles klar, kann losgehen! Tu es, Wrecker, drück den Knopf! Sie erschießt das Wasser! Verdammt nochmal! Tombstone! Jag das Schiff hoch! Let's go! Es musste sein, Wrecker! Er ist nicht umsonst gestorben! Fortress, hier ist Bloodhound. Tombstone ist an Bord. Wir bringen sie zurück. Sind alle da? Einer von ihnen wird vermisst, Sir. Wir können nichts tun. Wir müssen sofort abrücken. Jungs. Verstanden. Bringen Sie meine Marines nach Hause. Das war's mit Battlefield 4. Können wir mal kurz... Ja, super. Ja, also es ist wesentlich schwerer gewesen, oder ich habe mich einfach angestellt, aber also was ich auf jeden Fall im direkten Vergleich zu Battlefield 3 sagen muss, ist, die Genauigkeit der Waffen hat irgendwie nachgelassen. Das mag man jetzt bei dem Sniper Rifle nicht so gemerkt haben, aber alle anderen Waffen, ganz häufig habe ich dann irgendwie ein Rohr oder einen Stein getroffen, obwohl der Weg eigentlich frei war. Zudem haben die NPCs wesentlich mehr genervt hier, die standen ganz oft im Weg oder haben mich aus einer Deckung geschoben oder irgendwie so. Das so in Summe hat sich das schon bemerkbar gemacht. Auch die Kampagne an sich war schon bombastisch und so, aber war jetzt nicht so super überzeugend wie der dritte Teil, muss ich ehrlich sagen. Also hat stark angefangen, dann kam mir zu viel Wasser und Schiff, ehrlich gesagt. Da bin ich nicht so der Fan von. War eine tolle Mischung, dass man auch mal Boot gefahren ist und so, aber alles in allem nicht ganz so stark wie vom dritten Teil, finde ich. Und ja, die Waffen. Also ich glaube allerdings, dass im vierten Teil der Multiplayer ordentlich reinhauen könnte. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar Server und da machen wir mal so einen schönen Sonntagsstream irgendwie und schauen uns dann Battlefield 4 mal an. Aber ich werde vorher mal schauen, ob es das überhaupt, ob da überhaupt noch Server sind. Aber ja, das soll es gewesen sein. Als nächstes plane ich Battlefield Hardline zu spielen und dann gucken wir mal, wie sich das so schlägt. Bis dahin, liebe Leute.